Wir sind einfach eher so mehr so wie eine Schatzkiste, die man aufmacht. Und nachher findest du einfach alles bei uns und du bist so überwältigt, wie viele Sachen das wir haben. Ich bin Alicia, ich arbeite in der Brokerei Biel als Filialleiterin und ich bin verantwortlich für den Umsatz, Budget und den Mitarbeiterführer unserer Filiale. Ein Brokerei ist ein Ort, wo Leute Sachen bringen, die sie für sich nicht mehr brauchen und andere Leute es nachher weiter brauchen können. Ich kann alles finden. Also wirklich von Schuhen über Socken, über Werkzeug, über Bastelmaterial, also alles, was das Herz begehrt, kann man bei uns finden. Vielleicht nicht heute, aber dann ist es sicher morgen da. Ab und zu, in dem Moment, wo die Leute ihre Waren abgeben, ist es wirklich auch bewegend. Also ich hatte auch schon Leute an der Warenannahme, wo natürlich die Liebe sind gestorben und sie müssen jetzt die Liebesachen für eine Liebe abgeben. Sie sind jetzt eine Mami, eine Papi, es ist auch schon der Sohn gewesen. Und das geht dem selber halt dann schon auch nahe. Also das Letzte ist wirklich so, was ich noch weiss, ist von einer Frau gewesen, die einen Stuhl abgegeben hat. Also wirklich so ein einmaliger Stuhl, so ein Einzelstück, ein goldiger Stuhl. Und sie hat mir erzählt, dass sie von einer Dame oder von einer Kollegin, bin ich mir nicht mehr sicher, wo sie enttäuscht hat. Und sie findet den Stuhl mega schön, aber sie kann ihn einfach nicht mehr sehen bei sich daheim. Und ich habe sie irgendwie verstanden, jetzt ist der Stuhl bei uns und er findet dann schon sein Zuhause. Und diese Person hat dann nicht den Bezug zu dem Stuhl, sondern sie hat dann einfach Freude an diesem schönen Stuhl. Und das Schönste finde ich dann manchmal, wenn der Gegenstand wieder gekauft wird von jemand anderem und du bist so wie, ah ja, die Person hat mir erzählt, was sie für eine Beziehung zu dem Gegenstand hat, kann jetzt jemand anderes kauft, der vielleicht mit der gleichen Freude. Also so Stories hatte ich schon ein paar Mal gehabt. Die Zukunft von Brokerei erhoffe ich mir, dass wir Nummer 1 sind eigentlich. Also, dass niemand mehr oder einfach mehr zuerst im Brokerei suchen. Gibt es im Brokerei und wenn es nicht im Brokerei geht, okay, kann man vielleicht auch mal etwas Neues kaufen. Aber es gibt so viele gebrauchte Waren, schon nur hier innen sieht man ja, wie viele Sachen das wir haben. Und ich bin überzeugt, es gibt das meiste bei uns, was man braucht.